Unsere Bundestagsparteien machen ja gerne den Eindruck, als wären sie, also die Guten, die Menschlichen und in Bezug auf Asylbewerber und Flüchtlinge und die AfD wäre also faschistoid und also unmenschlich mit ihrem Konzept, die Flüchtlinge und Asylbewerber heimatnah unterzubringen. Vorweg vielleicht die rechtliche Lage. Nahezu 100% der sogenannten Asylbewerber oder Flüchtlinge sind über sichere Drittländer nach Deutschland gekommen, sind also streng rechtlich gesehen in Deutschland nicht Asylbewerber oder Flüchtlinge. Wenn sie aus Italien kommen, kommen sie aus einem völlig sicheren Land, da gibt es keinen Bürgerkrieg, da gibt es auch keine politische Verfolgung, sondern die kommen allein aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland. Und das gilt also nahezu generell für sämtliche Asylbewerber und Flüchtlinge. Man muss noch unterscheiden, Bürgerkriegsflüchtlinge haben kein Asylrecht, sondern nur ein Aufenthaltsrecht so lange, bis der Fluchtgrund, der Bürgerkrieg, beseitigt ist. So ein Bürgerkrieg dauert ja in der Regel nur nicht 10 oder 10 Jahre. Auch in Syrien kann der schneller zu Ende gehen. Dann sollen eigentlich die von da geflüchteten Menschen wieder zurückkehren in ihre Heimat. Und da wäre es sehr viel sinnvoller, auch diese Flüchtlinge in einem Nachbarland, hier bietet sich ja die Türkei an, unterzubringen und die dort finanziell zu unterstützen. Ich habe das schon erwähnt. Was wir aber dringend brauchen, um den ständigen Strom der Flüchtlinge aus Afrika wirklich auf Dauer einzudämmen, wir müssen für jedes Fluchtland eine Gegenregierung bilden, denn offensichtlich ist ja die Regierung dieses Landes ein Fluchtgrund und kann also nicht ordnungsgemäß regieren, dann ist es also gerechtfertigt, in einem Nachbarland oder einem nahegelegenen anderen Land gegen Geld dort ein Auffanglager einzurichten, wo die Leute Selbstverwaltung haben, wo sie arbeiten können. Funktioniert übrigens wunderbar so in Marokko, selbst in einem völlig unwirtlichen Landstrich haben dort die Flüchtlinge sich eine eigene Stadt aufgebaut mit eigenen Schulen, eigener Unterricht. Das funktioniert wunderbar. Wenn die unter sich sind, ist also auch der Mord und Totschlag nicht so schlimm wie hier in Deutschland, wo sie dann mit völlig unterschiedlichen auch Glaubensrichtungen zusammenstoßen. Wo die Leute, die hassen sich ja bis aufs Blut. Das führen wir in Deutschland zusammen, damit die sich gegenseitig also abstechen können. In jeder Hinsicht ist die Haltung unserer Bundestagsparteien moralisch verwerflich, moralisch verkommen, weil wir erstens das Problem nicht wirklich lösen, weil wir die Fluchtgründe nicht beseitigen, sondern weil wir hier nur eine gutmenschliche Show abziehen, die letzten Endes dann auch noch zusätzlich zu Lasten der Deutschen geht, völlig unsinnigerweise. Man kann das sehr viel besser, sehr viel menschlicher und das problembewusster, weil man eben das Problem an der Wurzel packt, kann man das lösen, wenn man solche Flüchtlingsstädte in Afrika, vielleicht für jede Volksgruppe ein eigenes, damit die sich nicht gegenseitig an die Gurgel gehen, dort einrichten. Und da ist unser Geld gefragt und Geld haben wir ja im Überschuss, wie man an Griechenland sieht. Da nun also ein paar Milliarden hin zu überweisen, ist ja auch gar kein Problem. Wir haben sowieso Billionen Schulden, da spielt es schon gar keine Rolle mehr. Das wird ja alles gedruckt. Und auf diese Art und Weise kann dieses Problem wirklich angegangen werden, denn eine Exilregierung, das ist auch für die Diktatoren in einem Land eine unangenehme Sache. Und da werden sie sich bemühen, also die Fluchtgründe zu beseitigen.
Und man kann natürlich über Entwicklungshilfe und so weiter noch erheblich Druck ausüben. Bisher passiert das Gegenteil. Wir fördern die politische Unterdrückung. Unsere Bundestagsparteien müssen angeklagt werden. Sie fördern die politische Unterdrückung, beispielsweise in Eritrea. Die Leute kommen her, bekommen von uns Geld. Das müssen sie, so verlangt es der eritreische Diktator, nicht offiziell, aber das wissen alle, die müssen Geld überweisen an die zurückgebliebene Familie und der Diktator profitiert davon. Der profitiert von der politischen Unterdrückung, das ist nicht nur er. Die Leute profitieren von der politischen Unterdrückung. Deutschland fördert das. Deutschland fördert die politische Unterdrückung. Muss man ein bisschen denken können. Eine Sache, die völlig in Vergessenheit geraten ist in Deutschland. Das findet hier oben statt und dann kommt man auch darauf. Die AfD sind die Guten. Die Bösen sitzen im Bundestag, die moralisch verkommen, die haben gute Absichten. Die haben wunderbare Absichten. Die lieben ja alle Max Weber. Max Weber sagt, wer in der Politik denkt, dass aus guter Absicht Gutes folgt, der gehört in den Kindergarten. Und genau da tut mir leid, in diesem Punkt seriöse, ehrenwerte Leute, zum Teil sogar intelligent, aber in dem Punkt versagen sie völlig. Warum? Weil sie die Nazimeise haben, weil sie darüber nicht hinwegkommen, dass Deutschland mal 12 Jahre von einer Verbrecherbande, massakriert und über den Tisch gezogen wurde. Und damit wären sie moralisch nicht fertig, sie sind charakterlich zu schwach. Ich verstehe das, wenn Trittin, dessen Vater bei der SS war, dass der also das, damit nicht fertig wird. Bei den anderen kenne ich die einzelnen Lebensläufe nicht. Das Tatsache ist es aber, sie schaffen es nicht, eine wirklich davon unabhängige, das heißt eine vernünftige Politik zu betreiben. Natürlich bleibt uns das im Gedächtnis, was da passiert ist, aber dem steht Hunderte, Jahrhunderte einer großartigen Kultur gegenüber, die eben auch von Leuten unserer Spezies, unserer Ethnie vollbracht worden sind und die Erhebliches für die Kultur der Menschheit insgesamt beigetragen hat. Denken Sie an die klassische Musik, das wäre ja ohne den deutschen Beitrag kaum noch vorhanden. Da haben wir jeden Grund, stolz zu sein auf Deutschland, und diese ewige Selbstverachtung und Selbstgeißelung weist auf eine schwere psychische Erkrankung hin und auf mangelnde Intelligenz.